Also, guten Abend. So, das erste, was ich immer mache, wenn ich auf der Bühne bin, ist Mikrofon richten. Weil meistens ungefähr zu 95% der Fälle sind alle anderen größer als ich. Manchmal sogar das Pult. Ja, ist mir auch schon passiert. So, jetzt sind wir ein bisschen locker eingestimmt. Genießen Sie mal Starkbier und Häppchen. Wer weiß, wie lange wir die noch haben. Ne? Ist nicht mehr so viel da draußen. Also ganz kurz vielleicht zu mir. Man hört es ja, ich bin, muss ich fast sagen, leider kein gebürtiger Bayer. Ich wohne in Niederbayern, in Straubing. Regen gehört mit zu meinem Kreisverband dazu, Straubing-Regen. Und Straubing-Regen, beziehungsweise der Landkreis-Regen, hält in Bayern den Rekord. Landkreis-Regen 20,68% zur Bundestagswahl. Warum sage ich das in Schwaben? Eigentlich soll es auch immer ein kleiner Ansporn sein, aber ich muss tatsächlich, und deswegen stehe ich hier oben auch voller Stolz, ein großes Lob mal an die Schwaben loswerden. Gerade zur Kommunalwahl. Kein anderer Bezirk hat mehr Landratskandidaten aufgestellt als Schwaben. Das ist Schwaben, das ist eure Leistung. Super. Und ihr habt ja auch, muss man ja fast sagen, auch wirklich einen ganz großen, tollen Schwung an Bundes- und Landespolitikern, die ihr uns bereitgestellt habt für die AfD in Bayern. Also muss man auch großes Lob. Uli ist hier und wer jetzt nicht da ist, ist Gerd, Rainer Kraft und dann habt ihr, glaube ich, noch einen Christoph Meyer, ne? Seid ihr vier. Also super, super Leistung, super Leute habt ihr ins Rennen geschickt. Vielen Dank nach Schwaben. Und ich komme hier zwar her und habe immer so ein bisschen das Gefühl, hier ist die Welt noch in Ordnung, aber man merkt, auch wenn es so an der Oberfläche etwas ruhig ist, drin, da geht schon einiges in Schwaben. Also große Hoffnung, genauso wie Baden-Württemberg. Wir sind ja hier auch, sagen wir mal, fast schon im Grenzbereich, wenn nach Baden-Württemberg rüber. Wir haben ja bei der Landtagswahl Baden-Württemberg 15% geholt. Das wird ja oft vergessen. Das war ja nun wirklich im Westen eine ganz große Nummer, die wir gemacht haben. Und vor allen Dingen im Jahr 21 hat Baden-Württemberg das Superwahljahr. Ich weiß gar nicht, ob das mitbekommen wurde. Im Jahr 21 haben wir die Bundestagswahl, da haben wir ja auch einen Baden-Württemberger da vorne stehen von der Security, Christian. Ja. Schön, dass du auch da bist. 21 haben wir das Superwahl, ja, Land und Bund. Genau, Landtagswahl im Frühjahr 21 und Bundestagswahl im Herbst 21. Also für euch ein ganz schöner Packen zu machen sein und wahrscheinlich werdet ihr auch die großen Themen, wie wir in Bayern, deswegen wir sind uns ja sehr ähnlich hier, sehr wirtschaftsstark, sehr, sehr erdverwachsen, wobei dieses Erdverwachsen etwas ist, was wir im Norden auch haben. Ich komme ja ursprünglich aus Niedersachsen und da gibt es schon diesen Spruch erdverwachsen und sturmfest. Also wir haben mehr Sturm als die Bayern, wobei wir kennen ja alle Sabine, haben wir ja kennenlernen dürfen in den letzten Wochen. Und es wird vielleicht auch noch mal stärker hierher kommen. Und zu den Bauern noch mal. Ich weiß nicht, ist der Stefan Protschka noch da? Der ist ganz Bauern. Meine Oma war Landfrau. Das wissen viele gar nicht. Da fragt man ja auch gar nicht bei uns, sondern da geht es ja immer nur um irgendwelche miesen Fragen, wenn man dann mal in die Medien darf. Aber tatsächlich, meine Oma war Landfrau. Leider habe ich sie nicht mehr kennengelernt, ist vorher verstorben. Aber ein Rezept habe ich. Fliedersekt aus Blütendolden. Vom Flieder. Kann ich noch machen. Hat man früher übrigens, als es keinen Kühlschrank gab, in den kalten Fluss gestellt. Was meint ihr, wie lange das geschmeckt hat nach der getanen Arbeit, ne? Gerade auf dem Feld. Also es sind so kleine Sachen, die ich immer mal wieder einfließen lasse, weil einige mich ja auch noch nicht so gut kennen. Jetzt aber mal zu unseren Themen. Ich weiß, der Aschermittwoch ist vorbei, damit auch die allgemeine Karnevalsheiterkeit. Aber ich sage immer, eigentlich darf man sich davon nicht aufhalten lassen. Gute Laune behalten und vor allen Dingen weitermachen mit dem Sport, trotz Fastenzeit. Ganz wichtig, der politische Gegner schläft nicht und genau das wollte ich heute jetzt auch noch mal so ein bisschen illustrieren, indem ich einmal einen Ausblick gebe in dem, was, auf das, was jetzt noch vor uns liegt in Bayern und natürlich auch ein bisschen inhaltlich müssen wir uns mit einem Thema befassen, was mich immer stärker umtreibt. Es geht im Schwerpunkt um die öffentliche Meinung. Oder sagen wir mal die veröffentlichte Meinung. Ist ja nicht unbedingt gleich die öffentliche Meinung, also die Meinung, die so da ist, sondern es ist ja momentan vor allen Dingen eine gelenkte Meinung und da sind wir bei einem großen Thema und das Thema heißt öffentlich-rechtlicher Rundfunk, GEZ und was da eigentlich gerade so passiert. Das war auch ein Thema bei der Aschermittwochsrede und jetzt kommt mal meine Frage. Also kurze Aufmerksamkeit, wer war alles beim Aschermittwoch vor Ort oder hat sich zumindest die Reden angesehen? Okay, warum habe ich mir die Mühe gemacht, jetzt eine komplett neue Rede zu entwickeln, wenn ich einfach Aschermittwoch hätte wiederholen können, weil nicht so viele Leute da waren?
weil der Herr Brandner der Mittelland ist, deswegen. Ich habe die ja auch ohne Herrn Brandner schon vorgetragen. Und zwar, das ist genau der Punkt. Und deswegen, auch bevor ich jetzt richtig loslege, warum bin ich zu spät gekommen, ich entschuldige mich. Ich war Aschermittwoch mit Brandner unterwegs in Osterhofen. Wir hatten 1000 Leute. Es gab keinen einzigen Gegendemonstranten. Also nicht nur in Schwaben ist die Welt noch in Ordnung, sondern eben auch in Niederbayern. Muss man auch nochmal sagen. Das ist die Welt noch in Ordnung. Wir hatten 1000 Leute, es waren alle Medien wirklich da. Es waren tolle Reden, muss man sagen. Alle toll, auch, und Curio war von auswärts da. Der war sogar witzig, er sonst immer ein bisschen nahm, aber er war richtig witzig. Brandner und ich, Katrin Ebner-Steiner und Stefan Protschka hat das Ganze moderiert. War eine super Veranstaltung, alle waren glücklich, es wurden noch Stanzen gesungen. Der Kollege Josef Robin aus dem Landesvorstand hat sich als Merkel verkleidet und hat Stanzen gesungen. Also, wer das vielleicht verpasst hat, darf da gerne mal auf den Facebook-Seiten nochmal nachgucken, sich das angucken. War wirklich eine gelungene Veranstaltung und vor allen Dingen, ich glaube, wir hatten fast genauso viel, wenn nicht sogar mehr Zuschauer und Gäste als die CSU. Und die CSU hatte einen Redner, der hieß Andi Scheuer und der wurde ausgebuht wegen Maut. Also ich würde mal sagen, unser Aschermittwoch war der erfolgreichste. Da kommt auch der Schirmherr, Stefan Protschka, und kann das bestimmt bestätigen. Es war so ziemlich der erfolgreichste und wie gesagt, super. Ich war gestern mit Brandner noch in NRW, bei Köln, in Overath, und da bin ich heute erst zurückgekehrt. Ich fahre da 5-6 Stunden, deswegen war es ein bisschen mühselig herzukommen, war etwas in Verspätung und dann hatte ich noch ein kleines Problem, halbe Stunde zu spät, ich entschuldige mich. Das war der Grund. Aber morgen ist auch wieder die nächste Veranstaltung im Regen, also jeden Tag eine, manchmal sogar zwei an einem Tag. Jetzt zu unserem Thema. Das Thema, was mich sehr stark umtreibt, ist tatsächlich das, was mit den Medien momentan ist. Ich habe es auf dem Aschermittwoch verkündet. GEZ ist das große Thema und wenn wir darüber nachdenken und immer wieder hören, auch durch die Medien, dass wir ja angeblich in einem Transformationsprozess sind, wir haben einen Strukturwandel, Arbeitsplätze fallen weg, man denkt alleine an den Bereich Kohle, ja, oder vielleicht an die Textilindustrie, an die Stahlindustrie und natürlich, man sieht es hier unten, Bayern, Baden-Württemberg, Automobilindustrie. Überall fallen Arbeitsplätze weg, es ist Strukturwandel. Und ist doch gesagt, ist doch wichtig, es muss man sich nicht, also, wie heißt es so schön, man muss mit der Zeit gehen. Und dann muss ich mich fragen, wenn das alles so normal ist und Gründe sind, warum man das hinnehmen muss, warum haben wir eigentlich einen solchen Strukturwandel nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen? Vielleicht müssen wir da auch mal umstrukturieren, modernisieren, denn wir haben ja gelernt, man muss mit der Zeit gehen oder man geht mit der Zeit. Und vielleicht ist es dafür Zeit, und wir gehen jetzt. Ein paar Zahlen bringen. Ich habe ja auch immer hier Literatur dabei, also ich habe nicht eine Rede geschrieben, ich schreibe nie Reden, Stefan. Ich kann das immer auswendig. Sondern, was ich immer habe, ist, ich mache mir ein paar Markierungen, was ich in einem Text zum Beispiel hervorheben möchte. Und jetzt möchte ich mal fragen, wie auch so Spiele, die man früher in der Schule gespielt hat, wen suche ich? Es wird eine Person gesucht, die verdiente im Jahr 2018 gut 400.000 Euro. Kleber. Nein, es ist nicht der Kleber. Er dirigiert unmittelbar einen Apparat von 3.900 Mitarbeitern. Tom Buro. Ja, es ist Tom Buro. Preis geht da vorne. Vielleicht noch ein Starkbier oder was anderes? Mit mehr Umdrehung? Schnaps? Extra Höhenbier. Nee, ich habe keine. Also, es ist tatsächlich der WDR-Chef Tom Buro. Er hat ein Gesamtbudget von 6,3 Milliarden Euro. Er hat 23.000 Beschäftigte, 11 TV und 55 Hörfunkprogramme. Und er ist der oberste Repräsentant. So, und jetzt hat er eine schöne Aufgabe bekommen. Ab dem Jahr 21 möchte man ARD, ZDF und Deutschlandfunk, wir brauchen 3 Milliarden extra. Und das soll man uns jetzt beibringen. Das Schöne ist, und ich hoffe ja ganz stark auf unsere Freunde in den östlichen Bundesländern,
Um das durchzusetzen, brauche ich in allen 16 Landesparlamenten eine Mehrheit. Und wir hätten ja fast in Thüringen eine bürgerliche Mehrheit gehabt, bis da sich jemand aus Südafrika einschaltete und sagte, das müsse rückgängig gemacht werden, es sei ein unverzeihlicher Fehler. Wenn man so etwas vernimmt, von einer Kanzlerin, also noch einmal zur Feststellung, diese Frau ist nicht Parteivorsitzende der CDU. Das ist jemand anders, der ist ja auch bald nicht mehr da, AKK, aber sie ist nicht die Parteivorsitzende, sie hat sich also als Kanzlerin aus dem Ausland gemeldet. Ein absolutes Unding. Und man muss sich fragen, wenn jemand sagt, es war ein unverzeihlicher Fehler, man muss das rückgängig machen, wie lange dauert es eigentlich noch, bis wir Vordrucke bekommen? Wie früher in der DDR, wo klar ist, das ist gewünscht, was gewählt werden soll. Es wird gewählt, solange bis es passt. Das ist die Wahrheit dahinter. Und der große Tabubruch, der uns ja entgegengehalten wurde, ein Tabubruch, sich mit Stimmen der AfD wählen zu lassen, muss man ja auch entgegenstellen. Der große Tabubruch ist nicht, dass man sich mit AfD-Stimmen wählen lässt. Der große Tabubruch in unserer Zeit ist, dass man zum wiederholten Male versucht, einen Repräsentanten der einzigen Partei in Deutschland mit echter Diktaturgeschichte in ein Ministerpräsidentenamt zu verhelfen. Das ist der Tabubruch. Mit Verboten mal auseinandersetzen muss das eigentlich eine Partei sein wie die Linke. Das ist nämlich der direkte Erbe einer Diktaturpartei. Wie es sowas geben darf, darüber diskutiert man nicht. Es wird ja einfach alles normalisiert heute. Und ich möchte mit Ihnen, mit euch ins Gespräch darüber kommen, wie wir das eigentlich alles schon untergeschoben bekommen und über diese Dinge eigentlich gar keiner mehr redet. Übrigens an dieser Stelle noch etwas anderes. Ich möchte auch immer noch ein paar Informationen auch für Info stellen oder wenn man wieder in Gesprächen ist. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist der doppelte Standard. Zweierlei Maß. Der doppelte Standard. Und dann wird mir ja gesagt, man darf sich nicht mit den Stimmen der AfD wählen lassen. Darf man denn mit Stimmen der AfD regieren? Ich frage nun mal so, warum? Gehen wir doch kurz einen Blick nach Thüringen. Thüringen im Jahr 2014, die AfD Thüringen ist mit 11 Abgeordneten 2014 in den Landtag eingezogen. Ich glaube, es waren 10,4 oder so Prozent damals. Großes Ergebnis für eine Partei, die ein Jahr vorher erst gegründet wurde. In dieser Zeit, 2014 bis 2019, diese Legislatur, die erste AfD, also mit AfD-Beteiligung überhaupt im Landtag, gab es leider drei Personen, die die AfD-Fraktion verlassen haben. Eine wechselte von der AfD-Fraktion zur SPD-Fraktion. Und damit zum linken rot-rot-grünen Regierungsbündnis. Bis diese Person dahin wechselte, hatte dieses Regierungsbündnis eine einzige Stimme für ihre Mehrheit in dieser Koalition. Das heißt, die hatten mit einer Stimme Mehrheit haben sie regiert und 2016 wanderte ein AfDler in eine dieser Fraktionen zur SPD und damit hatten sie zwei. Wir rechnen ja die ganze Zeit, zwei. Jetzt kommt das Lustige. Im Jahr 2017 ging eine Frau von der SPD zur CDU. Das heißt, seit dem Jahr 2017 hing die gesamte Regierungstätigkeit und die Mehrheit im Landtag Thüringen an einer alten AfD-Stimme. Hat irgendjemand etwas darüber gelesen? Hat irgendjemand das mitbekommen? Warum wird das nicht thematisiert? Warum ist es schlecht, wenn ein FDP-Ministerpräsident gewählt hat, wird mit den Stimmen der AfD? Und warum ist es nicht schlecht, wenn man einen ehemaligen AfD-Abgeordneten gewinnt und damit regieren kann ab dem Jahr 2017? Wäre der nicht gewesen, hätten wir seit 2017 einen Patt gehabt. Die wären nicht durchgekommen. Das sind Wahrheiten. Und wenn man das verschweigt, dann ist das Unterschlagen von Wahrheit. Auch das ist für mich eine Form von Fake News. So, das muss man also als erstes mal immer schön gerade rücken. Das zweite, wie gesagt, um die Erhöhung durchzudrücken, ich hatte die Zahl eben notiert, von wie viel auf wie viel wir eigentlich wandern. Moment, wie viel Euro die jetzt haben wollen. Ich komme gleich nochmal drauf, was das jetzt eigentlich bedeutet.
fällt mir gleich noch wieder vor die Füße. So, was ist aber auch eine Realität? Eine Realität ist, dass wir mittlerweile in Deutschland 3,5 Millionen Verweigerer haben. 3,5 Millionen Deutsche sagen, ich zahle das nicht. Ich will das nicht. Ich sehe das gar nicht ein. Das heißt, 3,5 Millionen Menschen tun sich eher den Stress an mit der Justiz oder auch mit Mahnverfahren, als dass sie sagen, ich zahle das. Und darüber muss man sich ja auch Gedanken machen. Ich hatte da auch schöne Zahlen, die will ich jetzt auch mal eben vortragen. Der Rundfunkbeitrag im Jahre 1953 ist gestartet, damals hatten wir D-Mark, schon klar, ist auf Euro umgerechnet, mit 3,58 Euro. Im Jahre 1990 waren wir auf 9,74 Euro. 92 auf einmal schon 12,20 Euro. 97 schon 14,46. 2001 16,15. 2005 17,03. 2009 17,98 und seit 2015 17,50 Euro. Und jetzt soll es auf über 18 Euro steigen, 18,23, glaube ich. Also kontinuierlich zahlen wir mehr. Und dennoch wird die Zahl derjenigen, die sagt, ich will das nicht, immer größer. Kennt jemand Jörg Schönenborn? Ja. Jörg Schönenborn ist der WDR-Fernsehchef. Und er sagt, bei dieser GEZ-Gebühr handle es sich um unsere alle Demokratieabgabe. Das ist ja ein Hohn. Und ich möchte das noch etwas besser illustrieren. Wir müssen uns nämlich dieser Tage fragen, wenn das eine Demokratieabgabe ist, besteht die deutsche Demokratie eigentlich nur aus linksgrünen Parteien? Denn, und das ist die Wahrheit, wer war der Talkshow-Gast am meisten in den Talkshows im deutschen Fernsehen in den Jahren 2016 und 2017? Es war Sarah Wagenknecht. Sogenannte Konservative, meinetwegen auch rechtskonservativ, damit kann ich leben mit der Bezeichnung, die kommen so gut wie gar nicht vor. Früher hat man mal Herrn Bosbach gesehen, als er noch aktiv war. Im Jahr 2016, 2017 war Talkshow Königin Sarah Wagenknecht. Im Jahr 2018 Königin Herr Habeck und 2019 Annalena Baerbock. Das heißt, wir kriegen in der Masse präsentiert Vertreter der ehemaligen Mauerschützenpartei und die Grünen. Und warum? Um uns grün schmackhaft zu machen. Schwarz-Grün, darauf wird man hier vorbereitet. Und auf die linke Gesinnung. Zwar hat man jetzt gesagt, insbesondere Herr Buro, er muss ja irgendwie begründen, wieso er das jetzt nochmal anheben will. Ja, und da hat er gesagt, wir müssen die Finanzierung sichern, Zitat, egal wie hoch oder niedrig sie ist. Also ich denke, er hat sich darauf vorbereitet, dass da was kommt. Und, sagte er, wir müssen uns in der Bevölkerung, Volk gibt es ja schon lange nicht mehr, es gibt ja noch Bevölkerung, neu verankern. Wir müssen uns neu verankern. Tja, es gibt ja einen Herrn Steinhöfel und ein paar andere fleißige Menschen, die einem ja so ein bisschen Anleitung geben, was man alles machen könnte, um die zu ärgern. Ich bin nicht so ein großer Fan von dem Thema Obstruktion. Das sind ja Formen der Obstruktion. Seine Daten abfragen, Bargeld schicken, SEPA, Lastschrift ein und so weiter. Wir müssen ja wirklich an die Wurzeln. Das kann ja nicht so weitergehen. Ja? Wir haben auch Gesetze, an die wir uns halten müssen. Ich bin kein großer Fan davon. Aber wir müssen uns mal grundsätzlich mit diesem Thema befassen und es nach außen tragen. Nach außen, damit noch viel mehr Menschen die Bereitschaft haben, an einem weiteren Volksbegehren teilzunehmen und zu sagen, GEZ, Schluss. Denn das muss unser Ziel sein. GEZ, wenn ihr euren Schwachsinn da, eure Regierungspropaganda senden wollt, dann macht das über eure Steuern, die ihr einnehmt dafür. Aber ihr bezahlt jetzt hier nicht, obwohl ich gar nicht dieses Zeug angucke. Damit muss Schluss sein. Das ist ein Ziel der AfD. Und wir müssen ja eins mal konstatieren, wir sind hier doch nicht im Kindergarten. Und Kindergarten, das ist ja so ein bisschen das Niveau bei den Öffentlich-Rechtlichen. Oder ist einem anderen vielleicht schon mal auch aufgefallen, dass wir da permanent erzogen werden? Das ist Erziehungsfernsehen. Wo sehen die Teletubbies ein bisschen besser wie Menschen aus?
Warum? Ich möchte jetzt einmal kommen. Es gibt doch eine ganz tolle Sendung, Monitor. Monitor? Da gibt es so einen ganz tollen Chef, Herrn Georg Restle. Der twittert unablässig. Und jetzt muss ich wirklich sagen, der hat sich geäußert. Normalerweise haben die ja neutral zu berichten. Und er hat sich, ist derjenige, der die ganze Zeit sagt, Neutralitätswahn. Wir brauchen wertegebundenen Journalismus. Das heißt, diese Leute, die eigentlich vollkommen im linken Spektrum stehen und linke Politik und auch letztlich linke Nachrichten verbreiten, äußern sich jetzt schon relativ klar dazu, was sie eigentlich von Neutralität halten. Nämlich gar nichts. Wertegebunden sind doch die Werte, die indoktriniert, oder ich sage links doktriniert werden. Und das fängt ja heutzutage schon an der Schule an. Ein bisschen ein Blick ins Ausland könnte uns helfen. In Dänemark ist eine kleine Sensation passiert. Man hat von Gebühren auf Steuerfinanzierung umgestellt. Und seit 2018 wurde schon ein Einsparungsprogramm gefahren. In der Schweiz gab es auch eine Volksabstimmung um Schweizer Staatssender. Am Ende ist es noch gerade zu ihren Gunsten ausgegangen, aber die Auflage war 100 Millionen Franken, das sind 92 Millionen Euro, einsparen, 200 Stellen streichen. Also das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist nicht nur bei uns ganz groß. Wobei, ganz ehrlich, ich hätte ganz gern den Schweizer Rundfunk, denn Herr Maaßen sagt ja nicht umsonst, die NZZ sei das neue Westfernsehen. Zum anderen, auch in Österreich gibt es jetzt auch Kürzungsprogramme, 300 Millionen Euro. Überall wird umgedacht, ich sage ja, Strukturwandel. Und ein weiterer Kollege in Großbritannien, Boris Johnson, hat ebenfalls gesagt, ich werde BBC, die haben ja eigentlich nur eine große Anstalt, BBC, ich werde das reformieren. Das wird ein Bezahlfernsehen werden. Und ich sage, gerade von Großbritannien können wir dieser Tage besonders viel lernen. Aber eben auch von den anderen Nachbarn auf dem Kontinent. So, und vor allen Dingen, eine Sache müsste man ja auch mal sagen. Wer soll denn eigentlich die Flut dieser ganzen Schrottsendung die ganze Zeit angucken? Da gab es eine Studie, Roland Berger, Uni Münster, 2019. Nur noch 54% der Zeit, die wir mit Sachen anschauen, verbringen, gehört dem sogenannten Fernsehen, wie wir es kennen. Die meisten Leute sind heutzutage schon ganz anders unterwegs. Die gucken YouTube, die gucken Netflix, die gucken sich andere Sachen an, aber das guckt sich keiner mehr an. Uralt-Krimis aus der Konserve, seichte Fernsehen, Sendungen wie früher mal Lindenstraße. Das war ja auch so mein Lieblingserziehungsformat. Da hat man ja alle Themen der Gesellschaft immer versucht, schon so ein bisschen vorwegzunehmen, es schmackhaft zu machen. Und da nehmen natürlich auch viele junge Leute dann den Werte-Input mit für ihr Leben. Und jetzt müssen wir uns damit befassen, was da eigentlich in der ganzen Zeit an Skandalen passiert ist. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, Neutralität und vor allen Dingen das Thema Fake News. So ist zum einen eine ganz wichtige Sache, wenn es um tendenziöse Berichterstattung geht, vielleicht ab und zu einmal auf Twitter zu schauen. Man wird sehen, dass sich eine Vielzahl von Redakteuren, TV-Redakteuren, Intendanten und alle möglichen größeren Tiere aus dem Öffentlich-Rechtlichen gerne mit auf Twitter zu Wort melden und da ihre linksgrünen Gedanken von sich geben. Wie zum Beispiel ein grüner Kanzler wäre doch was Schönes, solche Sachen sind geäußert worden. Wir kennen ja auch alle die berühmte Panorama-Chefin Anja Reschke. Bekannt? Ja? So, und das ist eben wichtig. Wenn man sieht, wie die sich äußern, dann weiß ich, die sind nicht neutral. Die sagen, ach, du bist doch mein privater Twitter-Account. Ja, 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 du bist aber hier beim Staatsfernsehen. Und allein, dass man Wagenknecht und die Grünen die ganze Zeit einlädt und sich niemand darüber aufregt, sollte einem Aufschluss geben, wen man da eigentlich vor sich hat. Das ist ja fast der zukünftige Regierungssprecher einer rot-rot-grünen Regierung, die dir die ganze Zeit vor sich hin twittern und uns belehren, was wir denn alles gut und schlecht zu finden haben. Einer hat mal unten drunter getwittert, ich müsste nochmal nachgucken, bei wem das genau war, als sich wieder einer von diesen Gestalten eingelassen hat auf Twitter,
grün und so weiter, alles toll. Ob er jetzt eigentlich die GZ, oder ob er eigentlich seine, genau, ob er eigentlich sein Gehalt als Parteispende bei den Grünen abführen kann, praktisch, beziehungsweise sich anrechnen lassen kann. Weil das, was er ja letztlich macht, ist die ganze Zeit Werbung für die Grünen. Da war halt jemand gewitzt. Aber es ist eigentlich tragisch. Und wir müssen uns jetzt einmal mit einer Sache befassen, die richtig wehtut. Und das ist die Falschberichterstattung. Denn das ist eine Sache, wo wir alle einhaken können. Wie ist das in der Industrie? Ich komme aus der Automobilindustrie. Wenn da was falsch läuft, dann kriege ich irgendwann ziemlich viel Ärger. Und wenn das immer noch weiter falsch läuft, dann ist mein Job irgendwann weg. Die Frage ist, gibt es eigentlich Konsequenzen für Falschberichterstattung? Es gibt ja teilweise nicht mal eine Richtigstellung. Und auch da möchte ich einmal, schön zusammengetragen von Tichy, neueste Zeitschrift, kann ich empfehlen für März, weil einfach da die Fakten mal zusammengetragen sind. Wir lassen das immer so über uns ergehen und niemand wehrt sich mehr dagegen. Niemand sagt etwas. Das Wichtigste, was wir alle wissen, die Silvesternächte 2015, 2016. Wurde darüber irgendetwas erzählt, was sich damals zugetragen hat, insbesondere in Köln, in den großen Hauptstädten? Es wurde beharrlich geschwiegen. Und als dann durch die sozialen Medien geisterte, was sich denn da zugetragen hatte, was ist dann passiert? Weiß das noch jemand? ZDF Morgenmagazin? Man startet nämlich dann immer Nebelkerzen-Ablenkungsmanöver. Und auf einmal wurde die Silvesternacht in Köln verglichen mit den ganzen Übergriffen auf dem Münchner Oktoberfest. Aber das waren alles nur Dunkelziffern. Es gab ja gar keine Zahlen, deswegen hat man von Dunkelziffern gesprochen. Und die Zahl 200 hat man sich dann auch einfach ausgedacht. Weil es gibt gar keinen Beleg dafür. Ne? Man hat dann gesagt, ja, und das sei rassistische Berichterstattung, wenn man das erwähnt, von wem diese Übergriffe ausgehen. Und man müsste eben sich mal mehr aufs Oktoberfest, da sahen ja eben viele Einheimische, und man müsste sich darüber unterhalten. Das ist grotesk. Man darf nicht mehr sagen, was ist. Und wenn man es tut, dann wird davon abgelenkt. Ich habe außerdem gestaunt, es gab im Mai, Juni, das habe ich nicht mitbekommen, aber das ist hiermit aufgeführt und das möchte ich auch kurz nochmal erwähnen, eine WDR-Arte-Koproduktion zum Thema der Hass auf Juden in Europa. Das wurde aber dann nicht ausgestrahlt. Denn das sei zu israelfreundlich. Dann hat man das eben, es würde einfach zu stark auf arabischen Antisemitismus gehen. Das würde nicht gehen und das sei nicht gut. Er passt ja auch nicht ins Bild, nicht? Und was hat man dann gemacht? Bild.de, da war ich mal stolz auf die Bild-Zeitung, hat den Film dann gegen den Willen des WDR ausgestrahlt. Was hat ARD dann gemacht? Also die haben das praktisch, glaube ich, irgendwie gestreamt oder sie haben den dann ausgestrahlt, WDR, haben aber, es ist vollkommen bizarr, hinterher eine Sendung gemacht, die hieß Faktencheck. Und haben praktisch alles, was sie in ihrer eigenen, in Auftrag gegebenen Produktion gezeigt hatten, wieder zu relativieren. Der war vorher intern abgenommen, dieser Film. Und hinterher hat man ihn dann versucht. Ja, wir wollten ihn ja sowieso nicht zeigen, weil er eigentlich nicht politisch korrekt ist. Und jetzt haben wir versucht, das ein bisschen zu relativieren. Und wer bezahlt das alles? Jeder, der diese Abgabe zahlt im Monat. So. Es gibt andere Sachen, die fand ich jetzt nicht so wirklich wichtig, wie das Interview mit Sebastian Kurz. Aber eine Sache, die auch AfD betrifft. Wer hat es mitbekommen? Februar 2018, heute schon. Wir haben ja in Baden-Württemberg bei euch einen Kollegen, Dieter Ammann. Der hat gesprochen bei einer Bundestagsanhörung. Ich weiß zwar nicht, was er bei der Bundestagsanhörung macht, aber ich glaube, er kann das sein, dass er angestellt ist, Mitarbeiter. Ist ein Mitarbeiter vom Landtag und ist da, glaube ich, in einem Ausschuss. Genau, der war da in der Anhörung und war da praktisch als Mitarbeiter, nur falls jemand fragt, hier Fake News, weil er kein Abgeordneter ist, er war da nicht in der Funktion als Abgeordneter. Und da hat er etwas gesagt und er stottert etwas. Und er äußerte sich damals, dass Asylbewerber in Deutschland nicht genug Deutsch sprechen. Dann fängt er selbst an zu stottern, weil er einen Sprachfehler hat.
Und genau diesen Sprachfehler hat er auch von vornherein angekündigt. Er hat bei seinem Referat gesagt, darauf hingewiesen. Was macht die Heute-Show? Die Heute-Show schneidet genau diesen Anfang ab, dass er also selber sagt, er hat einen Sprachfehler, und versucht das Ganze so rüberzubringen, als wenn sich ein Dummtrottel von der AfD echauffiert über das niedrige Sprachniveau bei den Asylbewerbern, weil er selber kein Deutsch kann. Wie tief muss man eigentlich sinken? Und erst, als natürlich darauf aufmerksam gemacht wurde, musste sich Herr Welke, entschuldigen, weil er sagte, er habe das nicht gewusst. Aber so nieder ist das mittlerweile vom Niveau. Ein ganz großes Thema, was alle kennen, alle mitbekommen haben, Hetzjagd in Chemnitz. Eine Hetzjagd, die es nicht gab. Dieses kleine Video, was zwei Migranten zeigt und dann den Hase, der wurde ja immer genannt, Hase, du bleibst hier, sagt seine Frau zu ihm. Er läuft nur zwei Schritte, dabei macht zwei Schritte Anlauf, dann stoppt er. Daraus wurde, es gab Hetzjagden in Chemnitz. Das Ganze ist rauf und runter gelaufen. Und außerdem kam dann am 1. September 2018 noch eins obendrauf. Ich weiß auch gar nicht, ob das so richtig mitgeteilt worden ist. Im Jahr 2018, 1. September, kam es in den Tagesthemen wieder einmal über einen Bericht zur Demonstration von AfD, Pegida und Pro Chemnitz. Das war unsere Demo damals. Einige waren da. Und was haben sie denn dann gezeigt für Bilder? Was haben sie für Filmaufnahmen gezeigt? Ich möchte einmal sagen, was sie für Filmaufnahmen gezeigt haben. Es waren Aufnahmen, die eine Woche vorher von einem Aufmarsch rechtsextremer Hooligans gedreht wurden. Die skandierten, wir sind die Fans Adolf Hitlers Hooligans. Diese Aufnahmen wurden gezeigt über eine Berichterstattung der AfD. Natürlich gab es hinterher großen Protest. Und später hat dann Frau Mioska eingeräumt, naja, da gab es bei der Bebilderung halt eine Fehlleistung, das sei ein technisches Versehen gewesen. Nur, jeder weiß, die Bilder bleiben im Kopf. Und wer hat von dieser Richtigstelle eigentlich etwas mitbekommen? Niemand. Dafür zahlen wir 17,50 Euro im Monat. Für diese Propagandascheiße. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Es ist nichts anderes als Propaganda. Genauso wurden im Jahr 2019 einige Bekanntmachungen laut über ein sogenanntes ARD-Framing-Manual. Da hat man für 100.000 Euro eine Anleitung zur psychologischen Kampfführung bei den Öffentlich-Rechtlichen in Auftrag gegeben. Wie kann ich die Leute besser indoktrinieren? So könnte ich es nennen. Ein Zitat: Wenn Sie Ihren Mitbürgern die Aufgaben und Ziele der ARD begreifbar machen und Sie gegen die orchestrierten Angriffe von Gegnern verteidigen wollen, dann sollte Ihre Kommunikation nicht in Form reiner Faktenargumente daherkommen. Also nicht mit Fakten argumentieren, sondern immer auf moralische Frames aufgebaut sein, die jene Fakten, die Sie als wichtig erachten, Dringlichkeit verleihen und sie aus Ihrer Sicht nicht jener der Gegner interpretieren. Da steht, da geben wir für 100.000 Euro wieder unser Geld in Auftrag, wie kann ich das Volk verführen? Wie kann ich die indoktrinieren? Wie kann ich, obwohl ich keine Fakten habe, versuchen mit moralischer Aufgeladenheit, mit Werten, die ich mir jetzt irgendwo herausgeklaubt habe, irgendwo Fernsehen und Politik zu machen? Und es regt sich wieder viel zu wenig, Leute regen sich darüber auf. Eigentlich muss uns das ja ins Gesicht springen, was da passiert. Und vor allen Dingen eine Sache, ich weiß nicht, ob Sie es genau gehört haben, ich will noch mal den letzten Satz eben sagen. Sie sollen immer auf die moralischen Frames aufgebaut sein, die jenen Fakten, die Sie als wichtig erachten, Dringlichkeit verleihen und Sie aus Ihrer Sicht nicht jener der Gegner interpretieren. Wer zum Teufel sind die Gegner? Jeder, der anderer Meinung ist, ist der Gegner? Ist das der Gegner der Öffentlich-Rechtlichen? Oder was ist das eigentlich? Was steht denn da eigentlich? Tja, also, jeder, der gegen den Gemeinwohlfunk ist, so nennen die sich ja, Gemeinwohlfunk, ja, ist ein Gegner. Als das dann auch nach außen kam und berichtet wurde,
hat man das natürlich wieder runtergekocht. Das war ja nur eine Diskussionsgrundlage. Nicht, dass wir sowas anwenden. Nein, wir brauchen keine psychologische Kriegsführung. Tja, wieder einmal Leute um die oder hinter die Fichte führen. Und davon könnte ich weitermachen. Aber ich glaube, zwei Dinge, die wir noch erwähnen müssen, betreffen wieder einmal das große Thema unserer Zeit. Es steht da unten. Das große Thema, was uns beschäftigen wird, es ist der Kampf gegen die Deindustrialisierung. Es ist der Kampf gegen unsere heimische Wirtschaft. Mit einem Narrativ, das da heißt, die Welt geht unter durch CO2. Und hier gibt es auch zwei Dinge, auf die wir hinweisen müssen. 14. Oktober 2019, ZDF-Sendung. Heute in Deutschland, da ging es um einen Boykott. Ich weiß nicht, was jemand mitbekommen hat. Wir haben in der AfD jemanden, der eine Biohirse vertreibt. Und diese Biohirse wurde ja boykottiert, weil es eine AfD ist, eine böse Nazi-Hirse. Ich habe letztens mal gesagt, es stand auch in der Zeitung, ich wiederhole es gerne, irgendwann fragt man mich beim Blutspenden, ob das böses AfD-Nazi-Blut ist. Ob man das dann noch annimmt. Es wird ja immer grotesker, aber man muss es mal zu Ende denken, wie weit das eigentlich geht. Ja. Das ist so. Und hier wurde eben dieses aus den Regalen verbannt. Und dann hatte man als Beleg Kundinnen interviewt. Wie stehen Sie zu dem Boykott der Biohirse? Und da sagte eine Kundin, also die Kunden stehen dahinter. Wer war denn die Kundin? Die Kundin war Monika Lazar. Monika Lazar sitzt für die Grünen mit mir im Bundestag. Also nicht mit mir für die Grünen, sondern sitzt für die Grünen im Bundestag. Das ist eine Kollege will ich die eigentlich nicht nennen, das ist Wettbewerb. Grüne Hand, keine Grünen. Nein, die sind alle keine Grünen. So, man redet mit Kollegen auch einfach. Aber das muss man mal sagen, da hat man praktisch jemanden gebracht, der genau das ja fordert, boykottiere das. Das ist eine politische Aussage gewesen, das war keine Kundin. Später hat man das dann, als es wieder Proteste gab, aus der Mediathek genommen. Kurze Zeit später, Namen drunter geschrieben, Monika Lazar, Bundestagsabgeordnete. Und hat es wieder eingestellt. Es ist zum Haare raufen. Übrigens eine andere, die sie da hatten als Kundin, war eine Abgeordnete der Linkspartei. Gab es auch noch. Also, verrückt. Und dann, ausgetrocknete Viktoria-Fälle, die gab es beim MDR. Auch wieder irgendein Schwachsinn, um zu belegen, dass wir gerade vor dem Weltuntergang stehen. Und zuletzt, das haben sie alle mitbekommen, 28. Dezember 2019, die Umweltsau. Die Oma, die es wagt, Fleisch zu essen, weil sie nicht mehr so viel Geld hat, dann zum Discounter geht. Wir wissen ja, wie es um die Renten bestellt ist. Wird dann nicht meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, sondern meine Oma ist eine alte Umweltsau. Und als sei das noch nicht genug gewesen, hat sich dann ja wieder so ein Mensch auf Twitter geäußert. Wieder ein sogenannter freier Mitarbeiter, der sich ja auch hauptsächlich mit irgendwie antifaschistischer Politik oder was weiß ich befasst, noch keine 30 Jahre alt, hat aber zu allem eine Meinung und schrieb, eigentlich ist es ja auch gar keine Umweltsau, es ist eine Nazi-Sau. So. Und daran sieht man, ich habe es ja jetzt mal so zusammengeführt, was passiert im Fernsehen? Da sitzen Leute mit linksgrüner Politik, die linksgrüne Propaganda machen, die wir bezahlen müssen. Das ist der WDR. In der WDR, das sind die Öffentlich-Rechtlichen, im Jahre 2020. Und niemand regt sich darüber auf. Eigentlich müsste man jeden Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Denn den brauchen Sie heute nicht mehr. Wenn Sie sich informiert fühlen, dann müssen Sie was anderes machen, dann müssen Sie sich selbst informieren. Das, was da in den Öffentlich-Rechtlichen kommt, ist reine Desinformation. Das ist Desinformation. Und deswegen finde ich diesen Gedanken von Herrn Maaßen ganz großartig. Man könnte sagen, 1 Euro Rundfunkgebühr. Und davon könnt ihr dann das machen, was wichtig ist. Tagesschau mit Fakten und Wettervorhersage. Und ansonsten heißt es abschalten. Wenn der Rest, oder ihr müsst vielleicht einfach mal eure Gehälter runterschrauben. Warum muss Tom Buro 400.000 Euro im Jahr verdienen? Wofür eigentlich? Dass er sich hinterher entschuldigt, oh, das mit der Nazi- und Umweltsau, das tut mir ja leid, hat er ja gemacht. Wurde aber dann wieder von den Linken gehört, von Frau Eskin, was ihm denn einfiel.
Diese Themen, die wir jetzt gerade, oder die ich jetzt gerade kurz zusammengefasst habe, werden ein großer Bestandteil sein im Jahr 2020 und im Jahr 2021. Ich finde, es ist so grotesk offensichtlich, was da gerade passiert, dass es doch einfach sein müsste, die Bürger davon zu überzeugen, dass sie hinters Licht geführt werden. Und was, wir müssen uns eigentlich nur die Methode so ein bisschen zu eigen machen, die ganze Zeit anwenden. Und das ist Wiederholung, 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 Wiederholung. Sagen Sie es 7-mal, es bleibt im Kopf hängen. Denn das ist das, was die ganze Zeit passiert. Es werden irgendwelche Begriffe gesetzt, es werden irgendwelche Aktionen gezeigt und dann wiederholen, 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 wiederholen. Nur so kann man sich diesem entgegenstellen und den Leuten auch die Leute informieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Fakten zusammentragen, auf den Flyer packen, den Leuten mitgeben. Viele trauen sich nicht am Infostand stehen zu bleiben, da ist ja ein großer AfD-Schirm, um Gottes Willen. Schmeißen Sie es den Leuten in den Briefkasten. Nicht aufhören, nicht nachgeben. Und das wird vor allen Dingen eine wichtige Aufgabe werden, diese Wahrheit, die Fakten und vor allen Dingen unser Programm auch kommunal den Leuten vor Ort immer wieder zu geben. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder Einzelne von Ihnen, von euch, wirklich am Ball bleibt und dabei bleibt, auch wenn es schwer wird. Und das wird schwer. Die werden sich noch ein bisschen mehr aufbäumen und sie werden natürlich versuchen, uns in die Verfassungsschutzbeobachtung zu jagen. Das sollte uns klar sein. Egal, mit allen Mitteln, das ist das letzte Aufbäumen. Ich sage immer, es muss erst noch einmal schlechter werden, bevor es besser werden kann. Und da muss man durch. Und deswegen möchte ich hier abschließend allen Kollegen Mut zusprechen. Mut dabei zu bleiben, Mut Gesicht zu zeigen. Das geht vorbei. Das geht vorbei. Die werden sich drehen. Sie fangen ja jetzt schon an, sich zu drehen. Hatte eine Beschwerde in Bayerisch von einem Journalisten im Bayerischer Rundfunk auf dem Aschermittwoch. Frau Mjatzka, jeder hat auf die Öffentlich-Rechtlichen eingehauen und hinterher wollte mir kein Mensch mehr ein Interview geben. Ach, ach. Und genauso geht das. Ganz einfach. Ich gehe mit den Journalisten immer um, so vernünftig um, solange bis wieder irgendeine Nummer passiert, wo ich sage, nicht in dieser Art, nicht in diesem Ton und schon gar nicht mit der Methode. Aber ansonsten, man muss mit den Leuten nicht reden. Wir machen unser Programm, wir arbeiten im Bürger und dafür wünsche ich uns allen und euch noch für die nächsten 2 Wochen Wahlkampf ganz viel Kraft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.